Interessant ist aber auch diese Welle der Holzschutzmittelvergiftung. Xylodecor Die und diese ganzen. Xylodecor, Hauptstoff Pentachlorphenol, das ist ein aromatischer, zyklischer Kohlenwasserstoff. Ja? Das habe ich damals aufgedeckt. Da habe ich einen guten Freund gehabt, da bei der Universität in Hamburg, in der Arbeitsmedizin, Professor Angerer. Und er war damals so freundlich und hat mir 800 Röhrchen zur Verfügung gestellt. Ich habe das alles selber finanziert, aber das ist nicht wichtig. Auf jeden Fall, wir haben sehr rasch rausgekriegt, da ist eine neue Geschichte im Markt. Die Leute konnten nicht stehen, sie konnten nicht mehr gehen. Die Kniegelenke haben versagt, die Hüftgelenke haben versagt. Im Blut war noch nichts zu sehen, im Röntgenbild war nichts zu sehen, aber sie konnten nicht gehen. Können wir Also mal zurückführen auf dieses auf dieses Holzschutzmittel? Pentachlorphenol. Dann habe ich 300 Fälle gehabt und darauf wurde es der Ärztekammer bekannt, dass ich toxikologische Untersuchungen machte. Dann habe ich ein Verbot bekommen von der Ärztekammer. Ich habe es dann an meine Freunde weitergegeben, die nachher später auch diesen Prozess gegen die entsprechenden Industrien eingeleitet haben. Aber ich kann Ihnen sagen, was ich damals erlebt habe an Familien, die aus Hannover zum Beispiel kamen, mit zwei Kindern, Frau und Mann, die Haus und alles verloren hatten, weil sie ein Holzhaus gebaut hatten, die schwer krank waren. Und erst als ich dann diese Zusammenhänge endlich geklärt habe, habe ich feststellen können, zusammen mit meinen Freunden bei der Arbeitsmedizin, dass der Abbau dieses zyklischen Ringes über verschiedene Stufen geht, Trichloethan und dann schließlich das Endprodukt ist Kohlenmonoxid. Das Kohlenmonoxid blockiert komplett den Stoffwechsel und die Atmung. Der Sauerstoff kann nicht mehr greifen. Und das war die Hauptursache. Und erst als ich diese Zusammenhänge herausbekommen habe, konnte ich den Leuten helfen nach 2 Monaten. Ich saß oft nachts da und habe mit den Leuten geweint. Ich konnte mir nicht helfen. Ich habe Sauerstoff gemacht. Ich habe Blutwäsche gemacht. Ich habe von Ardennes den Sohn angerufen oder ich habe damals ihn selbst noch gekannt. Ja, der hat mir sehr viel geholfen von Ardennes. Und alles versucht. Und erst als ich diese Zusammenhänge herausbekam mit dem Kohlenmonoxid, dass der Endabbaustufe entscheidend ist, nicht das Pentachlorphenol primär, sondern dass er eben im Körper zerfällt, habe ich es herausbekommen und konnte diesen Leuten helfen. Sie haben ja teilweise dann aber eben noch richtig Schwierigkeiten bekommen. War das wegen dem Holzschutzmittel oder dass Ihnen das Haus abgebrannt ist oder was haben Sie alles Also, erlebt? mein Haus ist natürlich, also als ich dieses Buch herausgebracht, Die Bombe unter der Achselhöhle, habe ich schon im Vorfeld sehr viele Warnungen bekommen. Ja. Teilweise auch Morddrohungen, die ich also nicht sehr ernst genommen habe. Ich war selber 10 Jahre Industrie, mein Vater ist früh gestorben, leider durch Fehler der Ärzte, die eben nicht gesagt haben, dass Alaun lebensgefährlich ist. Ja. Allein. Alaun. Zum Beispiel dieser Kristall-Deostein. Das ist Kalium-Aluminium-Sulfat. Das ist Alaun. Und da schmieren die sich die Leute. Das ist der teuerste Stein. Da gibt es in Reformläden, Ach nicht? so. Und Bioläden. Ja. Ja? Da wird da besonders empfohlen. Also man sieht schon, wohin man gehen muss. Man muss immer wach sein. Ja? Denn dieses Alaun ist eine kriminelle Geschichte bei den Deos. Nicht? Und wenn man jetzt nun bedenkt, dass plötzlich hier Milliardengeschäfte am Kippen sind. Dann können Sie sich vorstellen, dass man da nicht zuschaut, bis so ein kleiner Hansl da plötzlich David gegen Goliath antritt und versucht, da dazwischen zu kommen. Ich war also 10 Jahre in der Industrie und habe also auch große Geschäfte gemacht. Meine Fähigkeiten waren besonders darin, Türen zu öffnen, verlorene Geschäfte noch zurückzuholen. Das sind so Fähigkeiten, die man von der Natur mitbekommt, nicht? Ich habe also war Repräsentant von großen Firmen und bin ja später 1972 wieder in die Medizin zurück. Aber in der Zwischenzeit habe ich immer Praxisvertretungen gemacht, Ausbildung gemacht, Chirotherapie und all diese Dinge, weil mich das interessiert hat. War dann schließlich Dozent der Deutschen Akupunkturschule. Und dadurch habe ich den Menschen komplett erfasst. Ich habe plötzlich erkannt, mein Gott, wenn ich Augenarzt bin, soll ich eine Augenstörung heilen, wenn ich die Zusammenhänge nicht kenne? Schauen Sie. Die Ursache, ne? Grauer Star und grüner Star, die Hauptursache sind die fluorierten Zahnpasten. Natürlich, wenn das Fluor in das Auge wandert, über die Lymphbahnen und über das Blutgefäße, dann kann entweder das Auge gehärtet werden. Also Fluoride härten ja das Gewebe, also den Zahn, den härtesten Bestandteil, der Schmelz wird gehärtet. Aber alles andere Ja, auch, oder? aber alles andere natürlich auch. Aber das sagt Ihnen doch die Industrie nicht. Sie will Also ja im Auge wird dann ja um. mit den Sondermüll loskriegen, der ja bei den Aluminiumhütten und bei den Düngemittelfabriken anfangen. Sie will doch diesen ganzen Schund loshaben. Das ist in Also der weg Zahnpaste. damit. Und die machen damit Riesengeschäfte. Und das geht nicht. Was schlagen Ja? Sie vor als alternative Zahnpasta? Sie haben ja auch selber so ein bisschen
Programm, also verschiedene Ja. Mittel bieten Sie auch an, Ja, 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 Seife, ja. Ja. Zahnpasta, was Also ist da das schlimm? Einzige, was wir, ich habe also ein Konzept entwickelt, und zwar, dass ich nur an diesen Stoffen ansetze, die wir in der Kindheit selbst gehabt haben, in der Familie gehabt haben. Kernseife Das oder ist die was? Schlemmseife, das ist die Kernseife, aber ohne Parfums, ohne Aromastoffe. Und das, die habe ich ebenfalls in meinem Internetshop. Dann hab ich angesetzt, habe ich mir wieder die Schlemmkreide hereingeholt, das ist reines Kalkpulver. Da sind natürlich auch die ganzen Mikrobereiche drin von den ganzen Spurenelementen und Mineralien. Und diese Schlemmkreide hat den Vorteil, dass die Bakterienflora im Mund wieder aufgebaut wird und dann langsam durchbaut bis in den Darm. Wir haben ja so viele Leute mit Gärungs- und Fäulnisinfektionen im Darm, Dyspepsien, sagt man auch dazu. Und das Erste, was ich mache, ist, dass ich die Zahnpasta wechseln muss. Es gibt nur noch den Kalk, den man benutzen kann. Deswegen habe ich den Kalk bei mir hereingenommen. Das sind alles Firmen, mit denen ich seit 40 Jahren zusammenarbeite. Und schauen Sie auch Fluor, das muss ich auch noch loswerden. Fluor zum Beispiel geht in das Gehör. Was haben wir für Millionen Menschen, die schwerhörig sind? Das Fluor härtet das Trommelfell. Die hohen Frequenzen werden nicht gehört und deswegen müssen sie laufend nachfragen. Eine Was? zweite, Ja, schon ein Scherz, ja. ja, nicht? Eine zweite Sache ist, das Fluor wandert über die Lymphbahnen in die Schilddrüse. Wie viele Menschen haben wir, die Schilddrüsen operiert sind, die dicken Knoten im Schilddrüse haben, die Krebs haben? Fluor. Die Halogene im periodischen System, das oben stehende Element treibt das unten stehende Element aus seinen Verbindungen aus. Fluor treibt das Jod aus seiner Verbindung mit Thyroxin aus. Es entsteht das Fluorthyroxin. Das Fluorthyroxin ist eine hochaktive Substanz, die das Gewebe praktisch verbrennt. Es entsteht der heiße Knoten. Und wenn das Gewebe so weit verbrennt ist, entsteht der kalte Knoten. Dann sind wir schon beim Krebs. Ja? Also dieser Hinweis hoffe ich, dass er für viele Menschen ein ganz wichtiger Hinweis heute Abend ist. Und Sie können das aber auch wieder jetzt kommt es aber darauf an, nicht nur zu sagen, das ist alles schlecht. Natürlich ist es schlecht. Aber jetzt den Weg zu weisen, wie komme ich da heraus? Das Beste, das habe ich in Spanien erlebt, in unserem Institut, ist mit Olivenöl zu arbeiten. Olivenöl hat genau naturgemäß den Anteil an Jod, den die Schilddrüse braucht. Wenn Sie also jeden Abend und morgens die Schilddrüse mit einem Tropfen Olivenöl einreiben, dann werden Sie plötzlich sehen, dass Von der außen. von außen, ja, dann werden Sie plötzlich sehen, dass der Kropf verschwindet, dass der heiße Knoten verschwindet, dass der kalte Knoten zum Beispiel auch noch abgebaut werden kann. Gut, es gibt natürlich viele Fälle, wo es schon zu weit ist, wo operiert werden muss, nicht?